So, und die Situation ist zwar etwas seltsam. Frostmourne hat Hunger. Das ist schon unverfahren, besser. Verfahren, allerdings noch nicht aussichtslos. Ah, endlich. Endlich. Ah, solange ich hier noch endlich ein bisschen Kohle über hab. Endlich. Und noch einen halbwegs einen Plan in der Tasche. Endlose Pein wird euch erwarten. Kann ich mir nicht vorstellen. Ah, endlich. Das ist schon besser. Diese Mission hier als endlich gescheitert anzusehen. Das ist schon besser. Denn das ist sie nicht. Frostmourne hat noch Hunger. Nicht. Ich müsste Arthas jetzt eigentlich sterben lassen. Aus dem einfachen Grund, ich habe keinen Zeppelin mehr. Müsste ihn deshalb am Altar wiederbeleben, dass ich mir einen Zeppelin kaufen kann. Das wird dann nochmal so eine Augen-OP von hinten durch den Arsch. Super. Niemand aber naja, mir bleibt Befehle kaum was anderes über. Es sei denn, endlich ich möchte den langen Weg gehen und das geht nicht. Ungläubige endlich haben unsere Verteidigung gestürmt. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Zum Glück steht da meine Verteidigung, das ist schon mal sehr gut. Gut, jetzt ist Arthas gestorben. Ich hoffe, er wird nicht zu teuer. Weil allzu viel. Ui, 400. Ui. Naja. Ja, das wird schon. Der Zeppelin kostet, glaube ich, 200. Und von was brauche ich mir Fleischwagen? Zum Glück steht hier meine Verteidigung. Boah. Aber nicht mehr lange. Ja. Leben für Ner'zhul. Hätte, ne? Hätte. Hätte ich jetzt, ne? Ja, und da ist es auch schon passiert. Unsere Goldmine ist zusammengekracht. Ich mache es mal wieder spannend, muss man sagen. Na komm, Arthas. Es wird noch ein bisschen was rausgeholt, was geht, aber jetzt geht nichts mehr. 1037 Gold. 1137 Gold. Jetzt heißt's planen. Planen. Wie machen wir das jetzt am besten? Gucken wir erstmal. Gruftbestien. Brauchen wir die noch? Ja, die brauchen wir. Nekros. Ich weiß nicht. Nee. Ich glaube, hier oben ist noch irgendwo eine Goldmine. Und an die müssen wir noch ran. Dass wir weitermachen können. Allerdings. Ach du Scheiße, sieht das hier aus. Ja, manchmal hilft Planen doch etwas und nicht einfach nur das Geld anfangs rausblasen, weil jetzt habe ich ein Problem. Nee. Mein Schicksal ist besiegelt. Jetzt habe ich ein richtiges Problem. Arthas, beeil dich mal. Wir gucken, was uns der Ding kostet. Dummkopf. Das ist schon besser. Hätte. Ui. Ich mache dir Gefahr ins Gesicht. So. Zwei Fleischwagen. Jetzt muss ich überlegen. 370 sind's noch. Ui. Auf jeden Fall da oben hin müssen wir. Da steht ein Gebäude. Ich brauche mindestens eine Gruftbestie, die einschnüren kann. Ja, ich weiß. Ja, das Spiel weiß schon genau, was ich vorhab. Die Ghouls sind zum Angreifen zwar nicht geeignet, aber egal. Euer Befehl, Meister. So, Altar der. Ja, Meister. Der Helden kommt weg. Kommt weg jetzt. Gruftbestie hierhin. Was nehme ich noch mit? Sieht mal lustig aus, kompletter Kahlschlag. Also
Das ist mir jetzt in der Mission wirklich noch nicht passiert. Ich meine, ich hatte es schon, dass ich an einer Mission über 3 Monate hing. Aber dass es so ausgesehen hat, dass ich jetzt wirklich alles, kann man sagen, aufgegeben habe, nur um an die Echse zu kommen, das, beziehungsweise mir überhaupt mal die Echse zu sichern. Die X bin ich halt der Zweitstützpunkt. Oh, wo schicke ich die am besten hin? Da oben ist ein guter Landeplatz. Wenn das jetzt nicht klappt, dann muss ich die Mission neu anfangen. Aber das passt schon. Das wird schon gehen irgendwie. Und wenn nicht, dann nicht. So einfach sehe ich das. Gut, die Ghouls sind ja eigentlich eher nur... eher etwas unnötige Einheiten, aber sie machen ein bisschen Schaden und im Moment kann ich wirklich alles... Und im Moment muss ich einfach alles mitnehmen, was ich habe. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ach du je. Nee. Was ist das Komm, diesmal? Ein Akolyt noch mitnehmen. Weil solange ich einen von denen noch habe, kann ich immer noch was Neues bauen. Ich wünsche nur zu dir. Und du schickst mir mal da unten das Gebäude weg. Mein Schicksal ist besiegelt. Gut, und du kommst mit. Ich gehorche mit Freuden. Die Sylvana setzt mir ganz schön zu, aber das müsste schon irgendwie klappen, bevor sie jetzt mir alles zerbeult, das Geld für die... Wo ist der Zeppelin? Ja, komm, setz dich in Bewegung und verschwinde. Beeil dich, los. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. So. Jetzt heißt es alles oder nix. Sprecht, Dummkopf. Wollt ihr mir tun? Niemand erteilt mir Befehle. Was? Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Schon okay. Ist gut. Ich habe noch einen Akolyten über... Vorsicht. Und noch Geld für eine neue Goldmine zu verhexen. Mehr aber auch nicht. Das heißt... Ungläubige endlich. Haben unsere Verteidigung gestört. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was? Ach du je. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestört. Niemand erteilt mir Befehle. Endlich. Oh je. Ah, endlich. Und holt die von da oben runter, verdammt noch eins. Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Stopp, stopp, rückzukommen. Frostmourne komm, 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 Hunger. Komm, ah, endlich. Lass den Gegner kommen. Ungläubige haben unsere Verteidigung. Wartet mal, ich kann doch durch. Ich gehe durch die Bäume. Das ist schon besser. Stopp, ich gehe durch die Bäume. Was ist das diesmal? Ah, endlich. Kommt, 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 kommt. Und ja, ich gehe durch die Bäume, dann sieht mich der Turm unten nicht. Ah, endlich. Frostmourne hat Hunger. Gut, ich habe an Einheiten kaum was verloren. Das ist schon mal gut. Endlich. Kann ich mir jetzt nicht leisten, was zu verlieren. Das ist schon besser. Endlich. Nee, ah, das. Runter, 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 so kriegt dich der Turm. Ah, endlich. Ah, nee, scheiße, das ist ein Fliegeding. Frostmourne hat Hunger. Hau den runter. Jetzt, Frostmourne! Wo ist die Spinne? Ohnegleichen sein. Warum spinnt die nicht? Ja, super, so kann ich spinnen. Oh. Ich fange hier gleich an zu spinnen, ja. Aber, Zeppelin, komm her.
Vorsicht. So, Leute. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Nö. Scheiße. Naja. Aber der Ansatz war gut, der Gedanke. Ich muss nur ein bisschen schneller werden. Weil ich war nämlich fast an der Goldmine dran.